Willkommen zurück zu Pokémon Blattiblatin hier auf der Eiseninsel. Und wir haben ein Elixier gefunden. Ja, wir wollen heute die Eiseninsel abschließen. Wir sind schon viel zu lange da. So viel hätte ich das gar nicht gedacht, dass wir so lange hier sind. Ein legendäres Pokémon ist uns tatsächlich über den Weg gelaufen. Und zwar ein Regieis. Wir haben es nicht fangen können. Obwohl es nur ein KP hatte. Ich wiederhole es gerne für die Leute, die den Part nicht gesehen haben. Es hatte nur noch ein KP. Die ganze Zeit und wir haben 30, 40, dann musst du sterben, Diktri. Es hat 30, 40 Hyperbälle bekommen und wollte sich nicht einfangen lassen. Und das war sehr bedauerlich. Und dann hat er mit Verzweifler sich selbst besiegt. Kommt vor. Aber jetzt wollen wir das Ganze hier abschließen, die Eiseninsel vielleicht. Vielleicht treffen wir ja nochmal auf ein legendäres Pokémon. Auf jeden Fall, was hier total nervt, sind wilde Georock. Die nerven mich total ab. Oder obwohl, das hängt eigentlich von Gebiet ab. Von Gebiet zu Gebiet ist es anders. Vielleicht gibt es hier andere wilde Pokémon als zuvor. Skorkrow. Auch nicht übel. Da wollen wir für unser Glück versuchen. Chalterra ist schon ziemlich angeschlagen, weil ein Geowatz gemeint hat. Wow, Guillotine. Weil ein Geowatz gemeint hat, Explosion anwenden zu müssen. Es war natürlich weniger gut, aber Chalterra hat es überlebt. Das ist die positive Nachricht. Sag mal, Skorkrow, kannst du nicht überleben, sag mal. Ich hab gedacht, der hält es durch. Ich dachte, das ist ein harter Kerl. Lusche. Lusche. Na gut, Leute. Machen wir mal weiter und laufen nicht rum wie laufender Joghurt. Das wird nämlich der hier. Ja, und es gab auch eine Weggabelung. Weggabelung? Sagt man das so, ja? Während ich die Sicherheit aufzüge und Blick behalte, kämpfe ich mit dir. Das nennt so ein Blick halten. Du rennst wie bekloppt von der einen Ecke in die andere. Pierre. Stardos. Eine gute Wahl. Eine gute Wahl. Stahl ist auf jeden Fall Eisen. Stahl. Keine Ahnung, ob Erdbeben jetzt effektiv ist. Ich hätte natürlich zu Logok wechseln können, aber Chilterra macht das klar, oder? Der macht das sowas von klar. Ich will es aber hoffen. Nee, aber Boden ist ja auch Step von Chilterra. Wer mich nicht alles täuscht. Das geht schon klar. Hält sich ganz gut, ey. Bald hat er seine KP wieder voll. Magnezone. Nee, da müssen wir wirklich hier mit Logok ein bisschen aufräumen. Ach Mensch, Regieis. Er wird irgendwann wiederkommen. Irgendwann kommt er wieder. Wir müssen ihn fangen. Dann gehört er uns. Magnezone ist auch cool. Ich will den haben. Schenk ihn mir. Das wäre mal geil, hey. Das wäre auch eine tolle Alternative gewesen. Zu Elevoltik. Jetzt haben wir Elevoltik. Behalten Elevoltik auch. Oh, Magnezone, das wäre ein cooles Teammitglied gewesen. Irgendwie schon, ja. Alter! Diese wilden Pokémon. Das ist ein Dame, der fehlt uns. Versuch's mal mit Knirscher. Das überlebt er in jedem Fall, schätze ich einfach mal. Weil Rasierblatt, da geht er baden. Da kennt er nix. Oh. Das eine ist zu viel, das andere ist zu wenig. Fürchterbarlich. Er schaufelt mir mein Sandgrab. Naja, es stiehlt nur Zeit. Mach halt dein Sandgrab. Ich mach Knirscher. Ich hoffe, da sind wir uns einig. Also Volltreffer? Ist mich viel abgezogen irgendwie. Komm, wir wechseln zu Scherox, der macht Trugschlag und dann werden wir schon sehen. Es wird dann schon wieder auf 1 KP hinauslaufen. Denke ich mal. Trugschlag ist an für sich eine schwache Attacke. Höchstens so stark wie Zerschneider, würde ich schätzen. Aber Chalterra kann nicht ausgetauscht werden. Oh, das ist natürlich sehr nice. Rasierblatt? Nein. Knirscher? Traue ich mich nicht. Erdbeben? Traue ich mich nicht. Blättersturm? Erst recht nicht. Welche Alternativen haben wir, wenn wir das Pokémon nicht wechseln können? Genau, wir probieren es einfach mal. Wird aber nicht von Affel gekühlt sein, das weiß ich jetzt schon. 1, 2... Hi. Ich sollte die Klappe halten, das geht. Sei nicht so pessimistisch. Das Dame wurde gefangen, okay. Also bis
bisschen blöd an Pokémon Platin, dass man die Nachstufen fängt, bevor man, ne, also wir haben noch keinen Sandan, aber Sandame. Wir haben noch keinen Seemops, aber Seejong und Walreiser. Es rollt sich zusammen und rollt dann auf Gegner zu, die durch seine Stacheln Schaden nehmen. Vielleicht haben wir Sandan schon gefangen, aber ich glaub's nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ah, schon Wunderbärchen, sag mal, ja. Eisenschweif! Gar nicht so übel, gar nicht so übel. Endlich mal wieder eine Team, wo man fast drüber nachdenken könnte, aber ich wüsste nicht, wem das jetzt irgendwie was bringen sollte. Ein Sandarm reicht mir. Einer reicht mir. Jetzt können wir nochmal offiziellen Beweis, dass das Rasierblatt nicht überlebt. Das wollten wir nochmal nachprüfen. Das ist das Positive, was wir aus dieser Begegnung zwischen diesen Sandarm und Shelterra jetzt herausfinden werden. Er kann kein Rasierblatt überleben. Arme Sau! Komm schon! Level up! Oh yeah! Shelterra erreicht Nintendo 64. So! Hau die Mama! What the fuck? Oh, wow! Also hier können wir echt einiges an Pokémon fangen, das muss ich schon mal zugeben. Knogger ist auch eine coole Socke an für sich. Würde aber auch kein Rasierblatt überleben. Was macht man denn da am besten? Zweimal Knirscher. Dreimal überlebt er nicht, nein. Mit Risiko-Tackle schon mal gar nicht. Aber zieht er ruhig ein bisschen was ab, weil das könnte man jetzt gebrauchen. Ja, dann passt der Knirscher perfekt. Das wird dann schon passen. Wir haben ja jetzt Hyperbälle. Ey, Volltreffer, was soll denn das, ey? Manometer. Es ist kaum zu glauben. Warum macht der hier den verdammten Volltreffer? Ich wette, hier gibt's Items. Sternstück. Ich wette, das war das Einzige. Okay, Sackgasse. Was aber nur gut ist, darauf hatte ich auch spekuliert, dass das eine Sackgasse ist. Wollen wir halt noch in die andere Richtung gehen. Knogger. Tja, wenn hier legendäre Pokémon auftauchen, davon gehe ich aus, dann tauchen sie auf mit einer Wahrscheinlichkeit von 1%. Das ist nicht viel. Das ist sogar ziemlich wenig. Der macht doch Risiko-Tackle. Hey, der hat ein höheres Level. Der ist... Wie Notsituation. Mach hin, ey. Das wird nicht reichen da. Obwohl. Das könnte schon reichen. Ja, ich muss mich, was ich vorhin sagen wollte, ich muss mich auf die Hyperbälle einstellen. Ich bin immer noch so auf Superbälle programmiert. Da muss man noch ein bisschen besser schwächen als mit dem Hyperball, aber... Passt. Das wird schon gehen. 1, 2, 3. Oh Mann. Ich sollte nicht so optimistisch sein. Vor kurzem hieß es noch, ich soll nicht so pessimistisch sein, jetzt nicht so optimistisch. Ja, ja. Finde die goldene Mitte. Das Glas ist nicht halb voll, es ist halb leer. 1, 2, 3. Und drin das Vieh. Knogger. Da-da-da-da. Aber gut. Knogger. Von Geburt an trägt es dieses wilde Pokémon Knochen. Ich hab's falsch vorgelesen, ich mach's nochmal. Von Geburt an trägt dieses wilde Pokémon Knochen. Es setzt sie talentiert als Waffen ein. Ja. Oh, Box 4. Ui, schon Box 4. Ich dachte eben. Erste Generation. Oh, du kannst dieses Pokémon nicht fangen. Du musst erst die Box wechseln. Am besten so beim legendären Pokémon. Das ist mir wirklich passiert irgendwo bei Arktos oder so. Du kannst dieses Pokémon nicht fangen. Du musst es wechseln. Ey, du bist der Kerl, den ich vorhin schon getroffen habe, ne? Der Urs. Markus, ich bin froh, dich hier zu sehen. Stört es dich, wenn wir ein Team bilden? Die Pokémon werden immer unruhiger. Markus schließt sich Urs an. Ich würde eher sagen, Urs schließt sich Markus an. Wenn deine Pokémon verletzt sind, teile ich sie für dich. Ja, warte mal. Nein. Und vor allen Dingen kein Doppelkampf jetzt, gell? Weil der andere uns nicht sieht. Oh, was für ein Kack. Kommt jetzt hier noch so ein großer Abteil? Ich meine, okay. Why not? Amoroso, war der nicht Gesteinwasser? Dann hast du jetzt hier nichts zu lachen. Da, 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 da. Ja, aber ich gehe davon aus, dass Shelterra trotzdem langen Widerstand bald das Zeitliche segnen wird. Gott sei mit ihm. Doppelkämpfe sind gar nicht so schlecht. Einzige, was daran schlecht ist, dass wir nicht alle EP bekommen, oder?
Damian. Dumian. Ja, ich kenne das Vieh nicht genau, aber es war auch so ein fossilen Kram. Ich schätze einfach mal dasselbe wie bei Amoroso, aber von den Elementen schon mal gar nicht. Da müssen wir schon zweimal treffen. Immerhin schon Level 60. Antikkraft. Toll. Und weiter. Felswurf. Also Felswurf ist mindestens genauso antik wie Antikkraft, oder? Antikkraft ist auch nur Felsen werfen. Also ist Felswurf ja noch antiker. Naja. Oh, wenn wir das jetzt durchhaben. Der Antrag hat jetzt Kabutops und noch so ein Pendant. So ein Kollega. Noch so ein... Oh nee, kannst du mal aufhören? Oh Mann, das ist so ein Pocken, den schaffen wir nicht. Sag ich euch. Ich mache Erdbeben. Wird schon effektiv sein, aber ich sag euch, der wird Schildterrer knacken. Ist ja nicht schlimm. Ach, die Besten müssen mal gehen. Wobei, wir haben noch nicht verloren. Ui. Aber es war auch ein Volltreffer. Muss man dazu sagen. Volltreffer. Können wir jetzt zum anderen wandern und den mal herausfordern. Damian. Ich liebe es unter fleckerer Zucker. Ich konnte nicht weiterlesen. Geh doch nicht so schnell weg, ey. Na gut. Machen wir dich nochmal einzeln. Aber wie, das ist jetzt so groß. Ich dachte, das wäre voll klein jetzt. Hoch in den Bergen ist der Kampf um angemessener groß. Ein gut wie. Puff. Schüsse bis ins Knie. Sag doch, da ist Kabutops. Wenn es noch einer aus der dritten und vierten Generation so ein Fossil. Was machen wir denn mit dir? Mach Ränkeschmied. Weil der drei Pokémon hat und Lachoking will sich um die kümmern. Wir haben aber nicht direkt etwas Effektives. Psychokinese, ja. Warum ist eigentlich Lachoking jetzt vorne? Chilterra ist doch nicht... Hat doch überlebt? Hä? Bin ich total benebelt? Oder ist Chilterra abgekratzt? Nee, kann doch gar nicht sein. Ach, jetzt weiß ich wieder. Klar, der Urs heilt unsere Pokémon und Lachoking stand ursprünglich an erster Stelle. Okay. Und Vili, das müsste aus der dritten Generation halt sein. Weiterentwicklung von Lilip. Lilie. Und weiter im Text. Das dürfte auch funktionieren, also mit Ränkeschmied. Spezialattacken, da ist nicht mehr mit Lachoking zu spaßen. Oh mein Gott, ich sollte die Klappe halten. Keine Ahnung, was das für ein Typ ist. Surfer ist bestimmt nicht effektiv, es ist grün. Es könnte Pflanze sein. Es könnte Stein sein. Auf jeden Fall ist es neutral. Eieieiei. Kopfnuss. Wird schon passen. Es wäre nur ein Fehler gewesen, wenn er jetzt sowas macht wie Erholung, Genesung, anderer Kram. Na 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 na. Yay, 63 erst. Was? Ramaidon. Komm mal rein, der Voltec. Jetzt machen wir keine Faxen, keine halben Sachen. Ist ja nicht so, als würde Elle Voltec bis zum Ende des Abenteuers auf Level 65 bleiben. Nein. Auch er braucht irgendwann, früher oder später. Habe ich den verwechselt? Ups. Das ist überhaupt nicht das Vieh, wo ich dachte. Habe ich mit Gastrodon verwechselt, wisst ihr das? Mit Gastrodon verwechselt. Und ich stepp Wechsel. Ist der Ränkeschmied jetzt weg eigentlich? Ich denke schon, gell? Egal, wir machen trotzdem Surfer. Ich mach mal ein bisschen mit dem Control-Stick knacksen. Weil manche mögen das ja nicht. Ich mach's trotzdem. Wow, und es hilft Lachoking zu überleben. Ja. Er wurde vom Rückstoß getroffen. Ein ganz schöner Rückstoß. Geh baden. Und tschüss, Ramaidon. Ich hätte mich jetzt blamiert, wenn er überlebt hätte. Okay. Ich hoffe... Ah, Ede Voltec. Ulysses. Oh, so werde ich mein Kind nennen. Ulysses. Oh, das scheint hier noch verwirrend lang groß zu werden, ey. Finsterball. Der hätte es geschafft. Der hätte Regi Eis gefangen, sag ich euch. Und was kommt jetzt? Wow. Mhm.
Wen wollen wir denn haben? Ach, die hat einen Lucario. Oh, geil. Na, immerhin. Ach, ganz ehrlich, hau ab. Ich hab kein... So lange im Doppel... Also im Doppel will ich keine Pokémon fangen. Komm, immer weg, abhauen. Zumal es dieselbe Konstellation ist. Diese Eiseninsel macht mich fertig. Ich dachte, die geht so ganz chillig und so. Wow. Na gut, wenn wir schon dabei... Jetzt... Mann, Aber man weiß ja nie, man kann da nicht vernünftig fangen, Pokémon. Weil, selbst wenn ich den jetzt runtergeschwächt hätte und dann hätte Lucario von Urs wieder angegriffen. Nee. Keine Pokémon fangen mit Begleitung. Erscheinen hier immer nur dieselben? Also wenn hier irgend so ein Regi kommt und selbst wenn es Regi Bang ist, dann versuche ich es vielleicht. Aber für so Schwachmatten, die werden wir auch irgendwie anders nochmal kriegen. Einfacher. Fängt ein bisschen an zu laggen. Oh, wie immer dieselben auch, ne? So, weg. Ich geh erstmal da ohne lang. Oh, Doppelkampf. Doppelkampf. Hier gibt's echt nur zwei Pokémon. Nee, glaube ich nicht. Wie oft jetzt Bedroher kam, habt ihr das gemerkt? Jeder hat zweimal bekommen. So, komm schon. Ihr Bauarbeiter. Hey, ist kein Spielplatz, wenn du spielen willst, gegen mich an! Die Leute verfehlt bereits, nutzen die Sorge für ihr Training! So, was habt ihr zu bieten? 6 Pokémon. Ach, naja. Das gefällt mir aber. Da kann ich mit Surfer ja aufräumen, ohne das. Oder? Surfer trifft beide, gell? Trifft alle. Das ist mir gerade total Schnurz, Piep, Wurst. Egal. Warum darf Sandama anfangen? What the hell? Der den größten Initiativwert. Aquavelle, komm, hör auf damit, lass mich mal ran hier. Das reicht für den Kollegen sogar schon. Hätte ich angefangen? Egal. Sag mal. What the fuck? Warum sucht Sandama zweimal? Hä? Ich bin irgendwie total blind. Ah, tut mir leid, Lucario. Gut, dass du überlebst. Aber du nicht. Ja, ich finde dieses Lucario, das zeigt schon ziemlich deutlich, auf welchen Leveln sich unsere Pokémon befinden sollten. Aber egal. Ich bin zufrieden. Die jetzt unnötig nochmal hoch zu pumpen, ich glaube, das wäre nicht so. Hey, noch einer, auf wie? Ja. Okay. Das macht die Sache schon wieder interessanter. Nein, er macht Psychokinese auf Hariyama. Du machst Don fahren. Wäre nett. Ja, sah so aus. Ne? Sehr gut. Das nenne ich Teamarbeit. Ohne sich abgesprochen zu haben. Das ist nice. Aurasphäre ist natürlich auch schon stark an für sich. Au. Du hast Lucario getötet. Gewissheit? Wie kannst du dir denn gewiss sein? Na gut. Dann bist du weg und wir haben kein Lucario mehr, auf das wir Rücksicht nehmen müssen. Also du darfst dein letztes Pokémon einsetzen. Lieber Hariyama-Trainer. Ich rede monoton, das macht nichts, obwohl... Ja, und? Amatus? Ach, so heißt der Trainer. Lepomentas. Mach als Surfer. Mach als Surfer. Alle. Besiegt Donphan und Lepomentos wird es verletzen auf jeden Fall. Erdbeben. Ah, shit. Ich dachte eben, oh, abgewehrt. Ja, nur der. Nicht dumm, nicht dumm. Da sieht man mal wieder die KI. Setzt Erdbeben nur ein, wenn Lepomentos da ist, also mit Schwebe in der Tat. Auch effektiv auf dich. Hau ihn doch mal weg. Ein Problem weniger, würde ich sagen. Yay, Nintendo 64 für Loshoping. Das ging aber schnell. Habe ich vorhin noch kritisiert, aber jetzt ist er schon. Oh, komm. Macho Mai. Sind das jetzt die letzten eigentlich? Ihr seid doch die letzten beiden. Ihr seid doch echt das letzte, oder? So, Zeit sich von Lepomentas zu verabschieden.
Mal sehen, ob uns Machomai noch ein wenig bekleidet oder ob's... Nicht den Mund zu voll nehmen. Mit Flips oder Chips oder Erdnüssen oder mit anderen Dingen. Ja, ja, viele haben schon wieder an was anderes gedacht. Ich weiß es. Ihr seid doch eure Alterszielgruppe. So. Wird Machomai mich erledigen? Ich sage ja. An den Sandschuhen hatte ich jetzt nicht gedacht, aber ja. Wer braucht EP? Xerox. Do your work. Ist kein Doppelkampf mehr hier. Käfer? Keine Ahnung, mach halt. Nicht effektiv. Verdammt. Ja klar, die können mit ihrer Kraft die Käfer zerquetschen. Das war nicht gut bedacht. Egal. Zerschneider. Nein! Oh, da schickt man so eine Attacke mal Vertrauen. Wie kriegt man's gedankt? Ah, verwirrt. Wir werden alles verlieren. Aber positiv natürlich, dass der Urs unsere Pokémon heilt nach diesem Kampf. Ja, bitte, hier allzu viele Doppelkämpfe. Das kann doch nicht so groß sein wie die bizarre Höhle. Also ich bitte euch. Wollte gerade sagen hier. Mach, Xerox. Du bist doch das beste Xerox auf der Welt, aber trotzdem hast du verloren. Logok hat jetzt den niedrigsten Level, nämlich ebenfalls 63. Ist alles so starke Attacken irgendwie. Mach Himmelhieb, auch eine Kampfattacke. Ist egal, für die paar KP. Reicht alles. Quentin Amatus. Der Amatus wie ein Amateur, hä? Schön, darf ich weiter? Da gibt es das Item auf jeden Fall. Hier gibt es verdammt viele Items. Ja, und schon wieder dieselben Pokémon. Ja, ja. Danke fürs Heilen, ich finde es cool. Die Flucht gescheitert. Oh. Wollen wir versuchen, den zu fangen? Nein, das machen wir nicht. Wenn der niedrige KP hat, Lucario greift immer an. Panzer-Eron, toll. Fang keine Pokémon im Doppelteam. Nein. Doppelteam. Doppelteam ist was anderes. Doppelteam ist ein Angriff. Eine Technik. Das ist noch ein Item. Wie kommen wir zu diesem Item? Habt ihr eine Idee? Ja, ihr wisst es natürlich. Und ihr lacht mich aus. Nein, das tut ihr nicht. Das weiß ich, auf euch ist Verlass. Sie laufen mich aus. So, warte mal. Boah. Ganz schön, wir müssen von da. Rein. Oh, es ruckelt ein bisschen, das tut mir leid. Egal, muss auch mal wieder sein. Warum nicht? Mann, wie die nerven. Also, ich würde den Top-Trank einsetzen, aber ich muss mir dann wirklich noch Sachen einfallen lassen. Es wird. Ich würde nochmal Probleme bekommen, wisst ihr das? Wenn ich legendären Pokémon suche und irgendwie Schutz einsetzen möchte, aber dann meine Pokémon schon über Level 70 sind, was die meisten Pokémon ja haben. Das wird dann auch wieder ein bisschen schwierig. Das können wir aber nicht so machen. Mann, wie viele Doppelkämpfe sind hier noch? Egal, das ziehen wir durch, das ziehen wir durch. Ich wusste nicht, dass die Eisinsel so groß ist. Ich habe gedacht, das wäre so ein bisschen was. Ich habe gedacht, das wäre so groß wie... Ja, weiß nicht. Komm, erstmal das Item. Ich habe gedacht, das wäre so groß wie, keine Ahnung, wie eine Stadt erkunden. Ich hatte da nicht in Erinnerung. Ich dachte, das war klein und winzig. Okay. Nächster Doppelkampf. Ja, ja, immer das Geschwätz. Starke Pokémon, starke Trainer, fällt denn aus, indem man besser als hier trainieren kann? Na, no, eigentlich nicht. Ne? Das ist schon recht nice, ne? Du störst niemanden und so. Ja, perfekt hier. Und wir haben immer Lashoking an erster Stelle. Der mit dem Surfer da aufräumt, ist mir egal, ob Lucario drauf geht. Aber die beiden gehen auch drauf. Dafür steht mit meinem Namen. Ne, ernsthaft.
Ach, Aquavelle, du brauchst die nicht vorwärmen. Lass mich da erst dran. Ah, Lasho King ist halt lahm, ich weiß. Philipp lahm. Er kriegt noch nicht mal. Erdbeben, ja. Lasho King wurde besiegt. Fail. Nee, ernsthaft, mach mal da. Oh, ich wollte gar nicht speeden. Ich wollte gar nicht. Was ist jetzt? Ach so. Hippoteros hat Knogger besiegt. Oh, wie fail ist das denn? Mit Erdbeben. Oh, und ich habe Lucario besiegt. Ja. Genauso intelligent. Tja, jeder seinen Partner besiegt. Problem. Es ist der Einzige, der nur ein Pokémon hat anscheinend. Aber egal. Boah. Lasho King geht ab wie ein Zäpfchen. Na, 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 na. Nidoking. War der Kampf oder Boden? Ich glaube, der war Boden, oder? Er hat Boden dazu bekommen. Egal, Surfer, komm. Vieländer. Oh, das ist eine böse Attacke, du. Da endet viel. Ziemlich starke Käferattacke, oder? Verwechsel ich da was? Nidoking ist schon mal down, das freut mich. Was mit dir, Kollege? Uiuiui. Ja, aber die Doppelkämpfe, die geben Lasho King in dieser Situation echt gut, gut EP. Das ist dein Tag. Das ist deine Eiseninsel, Lasho. Stolos. Jetzt habe ich an Stalos gedacht. Total benebelt. Oh, schwules Schutzschild, ey. Hör auf mit, das ist sowas da. Na gut. Der besiegt. Was machen wir dann gegen Stolos? War der nur Stahl oder vielleicht auch Boden oder Gestein? Wir werden es rausfinden. Schon sehr bald. So, Nidoqueen. Oh ja, natürlich machen wir noch mal selber die Queen fertig. Oder ist unser Ende. Das kann auch sein. Das ist nicht von Pappe. Aber alles noch gut gegangen. Risikotackel. Tja. Natürlich doof. Aber ich glaube, Shellterra ist eine gute Wahl, ne? Macht Nidoqueen schon mal schwer zu schaffen. Und Rasierblatt trifft auch beide. Ach, der mit seinem Schutzschild. Nee. Ich finde dich nicht sympathisch. Und mit Nidoqueen? What the fuck? Na gut, wir machen andere Maßnahmen. Wir können Erdbeben. Lässt sich alles sehr schnell leeren. Und tschüss. Oder? Überlebt es jemand? Ich kann mir vorstellen, dass es auch ihn sehr verletzt. Er hat auch kein Schutzschild eingesetzt. Hab dich. Und Nidoqueen. Ist Geschichte. Hat Geschichte geschrieben. Oh ja, auch effektiv, aber reicht es. Das ist schon ein Brocken. Das muss man neidlos anerkennen. Stolos, der ist schon ein Koloss. Und mein Magen. Ich weiß nicht, ob man über das neue Mikro überhaupt hört, wie mein Magen gerade eben abgegangen ist. Nie essen, nur Pokémon Let's Play. Ulrike! Mensch, ist Pokémon was zu essen zu machen? Ich werde mich jetzt eh wieder ernähren von Ringles. Okay. Galaktik. Aber wisst ihr was? Wir gehen erstmal den anderen Weg. Weil das sieht ziemlich nach Ende aus. Also, oder nach Ausgang. Was mich natürlich erfreut, dass Licht am Ende des Tunnels ist. Sozusagen. Boah, ey, wie kommen wir da unten hin, sag mal? Wilde Pokémon, lass mich in Ruhe, sonst gibt's auf die Nuss. Oh, was mach ich denn hier? Was mach ich denn hier? Kann ich da durch diese Dinger? Ganz bestimmt nicht. Ich check's nicht. Auf jeden Fall sind da oben noch Trainer, die wollen wir erledigen und wir wollen Team Galactic erledigen und wir wollen das Riolu einnehmen und wir wollen die Eiseninsel abschließen. Und wenn diese Part mal wieder länger dauert, dann ist es halt so. Wir waren auch schon im letzten und vorletzten Part auf dieser Eiseninsel und ich rede total schnell, bis es überhaupt keinen Sinn ergibt. Was soll's? Ja, keine Ahnung. Lucario gibt mir EP. Das ist nice.
Da unten gehe ich noch lange, aber das scheint nur eine simple Verbindung zu sein, die absolut keinen Sinn ergibt. Ich will nicht, Mann! Ich will flüchten, weil ich keine Pokémon sammeln werde. Auf diese Art und Weise. So, oh, da geht's noch weiter. Erstmal wollen wir die erledigen. Ja, ja. Bitter. Bam! Also gut. Ich zeig dir mit meinen Fäusten auf Karateart, was Angst bedeutet. Diese Schlagen wird 100. Sieg für Folge für mich. Los geht's! Wer zählt so etwas? Soll ich mal zählen? Soll ich mal zählen? Alter, wie die alle so viele Pokémon haben. Diesmal wird es ein bisschen länger dauern, weil das sind schon höhere Level, Löni. Ach, Surfer. Trifft alle. Das ist die Begründung. Für Surfer. Obwohl Meditalis gegen Psychokinese schlecht aussieht. Oder Meditalis war Psycho. Aber war nicht auch Kampf? Vielleicht war sogar Kampf-Psycho. Berühmt-berüchtigte dritte Generation, von der ich keine Peilung habe. Skullcrow hat's überlebt. Bedauerlich. Hey, Moment. Das war Lucarios Angriff. Upsi. Ich bin schon mit den Gedanken ganz woanders. Und wo? Das wollt ihr lieber nicht wissen. Hey, lass den. So. Und du? Komm schon. Ja, Spielverderber. Kikli! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was machen wir denn da? Mann, Psychokinese auf Kikli, das ist schon mal eine gute, sichere Sache. Siehst du, er macht Meditalis fertig. Also, Teamwork, sag ich immer wieder. Teamwork. Kikli? Kikli? Greif ruhig mich an. Ist kein Problem. Dann greife ich dich auch an. Ah, komm, lass doch reichen. Hier. Lass doch reichen. Danke. Cool. Es reicht und das Ganze ohne Ränkeschmied. Oh, was denn mit Level? Aber ich glaube, die Eiselinsel dekretiert sich wirklich hier, um ein paar Level aufzustocken. Galakladi. Der andere Kollege noch. Capoeira. Mhm. Ich kümmere mich ein bisschen Chinesisch um Capoeira. Mach du Galakladi. Wie auch immer du das machst. Was ist denn Galakladi für ein Typ? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht. Und schreib mir nicht in die Kommentare, oh, was musst du lernen? Du musst gar nichts lernen, du gar kein Pokémon. Notsituation. Du bist ein Held. Aua. Ja, es sieht aus wie Pflanze. Es könnte auch Kampf sein. Es könnte auch Wasser sein. Psycho. Bald habe ich alle durch. So, Nocturne. Ja? Du hast mich um den. Scanner. Na, dann mal einen weiteren Doppelkampf. Erledigt es. Ist viel besser. Irgendwie sind wir uns. Ja, also wir hatten ja durchaus Stellen. In der bizarren Höhle war es nicht ganz einfach, die ganzen Doppelkämpfe zu erledigen. Aber auch zum Beispiel in der einen Stelle zwischen Weiduck und Warsherzhofen, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, es war zwischen Weideburg und ja, dieser Steinstadt da. Da hatten wir Problems. Da waren Doppelkämpfe, das war echt nicht lustig da mit dem Arcanium, mit dem Vulnona. Nee, 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 nee. Aber hier, wir brauchen gar nicht mehr Pokémon wechseln. Einfach so, batsch, batsch. Und zumal das andere Pokémon gar nicht mehr von uns. Ne? Ihr wisst schon. Ah, sauber! Richtig gut. Psychokinese macht Nocturne fertig, also das ist gut. Und wir bekommen auch die ganzen EP, wie es scheint. Lucario bekommt nichts. Das hätte ja sein können, dass wir nur die halbe KP bekommen, wie sonst, ne? Aber nein. Volle Kanne. Junichi und Elsbeth. Freut mich. Jetzt mal gucken. Ach, keine Trainer mehr. War da zumindest vorerst nichts in Aussicht. Jetzt wollen wir das Item da rechts nehmen. Müssen wir wieder uns total lang mit irgendwelchen wilden Pokémon aufhalten. Ja, also das Lasho King Training, das ist wirklich ein sehr guter Ausflug hier für Lasho. Und wieder EP für uns. Auch wenn es nur ein bisschen sind, das summiert sich irgendwie. Mann, ich drücke einfach nur auf Flüchten, Mann.
Nichts anderes. Na komm, dann halt so. Dann halt so. So. Bist du brav nach oben. Noch eins. Ein Hyperball. Das ist ein leichter Trost für die 40 Hyperbälle, die verbraten wurden an Rigi. Eis. Eis, Eis, Baby. Panzer Eron auch nicht übel, sprach der Dübel. Und verschwand in der Wand. Es gab schon Leute, die in die Kommentare geschrieben haben. Bring doch mal wieder den Dübelspruch. Okay, spring sogar zweimal. Nicht übel, sprach der Dübel und verschwand in der Wand. Eisentafel, uiuiui. Eine weitere Tafel für Arceus. Arceus? Arceus? Keine Ahnung. So, wir dürfen wieder zurücklatschen. Erfreuliche Nachrichten. Aber kein Problem. Ihr seht schon, der Part ist lang. Der Part ist lang. Für euch, für euch. Auch wenn jetzt 80 andere Leute irgendwie vorspulen. Ich tue es nicht. Mann, Flucht. Ich tue nicht vorspulen. Ich bin auch ein Logiker. Nee, ich meinte, ich weiß, dass manche nicht vorspulen. Das Genießen, das freut mich natürlich sehr. Von all den wilden Pokémon kein legendäres mehr. Und direkt das erste Wilde, was wir reingehen, ist... Ach, ich könnte immer noch heulen. Heulen. Stahl ist es verwirrt. Sitzt Risikotecklein. Mensch, lasst mich doch einfach weiter. Ich will nichts mit euch. Tschüss, EP. Danke. Der Dübel. Lass mich durch. So. Ah, Team Galactic. Jetzt verstehe ich. Ihr seid dafür verantwortlich, dass die Pokémon so unruhig sind. Stellt mich nicht, welche Gründe ihr dafür habt, aber ich lasse nicht zu, dass ihr in meiner Mine Probleme macht. Wir sind Team Galactic. Wir nehmen uns die Pokémon, die wir wollen. Ist das nicht so ein Partner? Ja, du sagst es, Kumpel. Genau so machen wir. Schnappen sie alle Pokémon von dieser verrosteten Eiseninsel. Mein Freude und Leid sollte ihr das beistehen, heißen. Was? Egal. Auf diese Weise leben Trainer an Pokémon und Zinno. Ich lasse nicht zu, dass jemand Verhaltenskodex bricht. Los, Markus, diesen Kampf dürfen wir nicht verlieren, ey. Okay. Kein Ding. Bitte keine 6 Pokémon. 5. Hä? Okay. Wow. Ich hab's irgendwie im Urin. Das wird diesmal ein Zacken härter als zuvor. Aber ich bin dabei und ich setze Ränkeschmied ein. Ich setze Ränkeschmied ein, weil ich denke, dass der Kampf hart wird. Und deswegen ist es sicherlich nicht von Nachteil, dass alle unsere Angriffe, Surfer und Psychogenese, deutlich besser werden. Lucario überlebt! Was ist denn los mit dir? Boah, der ist aus Stahl, ich weiß. Warum hat Lucario Typ Stahl? Mann. So. Schmecke meinen Surfer. Etwa stand da. Wir haben gar kein Dings eingesetzt, gell? Gar kein Ränkeschmied. Oh Mann, die werden uns aber nicht fertig machen, oder? Die werden uns fertig machen, wisst ihr das? Die dürfen jetzt nämlich immer zu doppelt gegen uns antreten. Wisst ihr, dass ich eigentlich so gut wie im Koma liege, wenn ich diesen Kampf hier verliere? Na gut, man darf nicht alles wieder neu machen oder so, aber. Trotzdem, nee, das lasse ich nicht zu. Achso, Hundemann ist ja... Oh, Feuer. Ich hab mir eben gedacht. Das war auch Volltreffer. Oder ist ja Feuer? Also auf jeden Fall Unlicht. Genau so wie die Zwiebelweiterentwicklung. Ja, wir haben auch eine Zwiebel... Oh, mein Gott! Es kommt hier mit Protalanda an. Wo bleibt Tragoran, Mewtwo und Arceus? Meine Herren. Puh. Drache ist auf Drache effektiv, liebe Eltra. Los. Wow. Das ist wirklich... Ich glaube, das war sogar so beabsichtigt, dass Lucario von Anfang an fertig ist, weil der halt aus Stahl ist und so. Eieiei. Das macht die Sache natürlich echt schwierig. Wenn es normaler Doppelkampf wäre. Also, sprich, ich dürfte auch 2 Pokémon benutzen. Ja, aber so ist es nicht. Aber gut, Protolanda ist schon mal down. Sehr gut. Die Bungel. Wie wär's mit einem saftigen Erdbeben? So. Du. Und eben haben wir die 40-Minuten-Grenze geknackt, beziehungsweise bei mir. Die Anfangsphase tue ich ja immer rausschneiden. Was ich glaube, es kommt irgendetwas Besonderes.
bevor ich den Part starte. Ich drücke auf Aufnahme und dann sage ich Test und dann gucke ich, ob das Mikro ausgeschlagen hat. Und dann mache ich von mir aus vielleicht einmal so, komm zurück zu Pokémon Platin. Und dann überlege ich vielleicht höchstens einen Spruch oder so. Und dann lege ich los, ne? Aber das am Rand. Insiderwissen. Nach 40 Minuten. Pokémon Platin. Vielleicht knacken wir ja den Rekord. Was ist das längste Video? Ich glaube, 45 Minuten haben wir schon mal. Könnte spannend werden. Das wird knapp. Ich glaube, das knacken wir diesmal. Das war nicht in meinem Sinne, das so in die Länge zu ziehen, aber... Ist halt so, ne? Sag mal, Despotar Drache, der ist doch Drache, gell? Lavita? Auf jeden Fall habe ich ihn immer auf eine Stufe gesetzt mit, Dragoran, ne? Das ist quasi das Dragoran der zweiten Generation. Oh, ist eh irrelevant. Jedenfalls glaube ich aber irgendwas mit Gestein. Shelterra, you know what to do. Lass deine Blätter fliegen. Ja, du hättest doch gleich das Starke machen können. Und nicht erst hier so ein bisschen gewurschtel, weil das überlebt er. Da bin ich mir sicher. Mach mal zweimal, gell? Da. Ein solider Two-Hit-Kill. Oder es gibt auch in jeder Generation eine Art, ja, Dragoran, sozusagen. Später vielleicht Stolos in der dritten Generation, oder? Und da gibt es ja auch Traschel. Also hier Traschel und Putterlander halt, ne? Das, ja. Ja, Moment. Heißt es etwa, die haben vielleicht noch einen Dragoran? Nee, ich habe auch gar nicht mitgezählt. Ich würde am liebsten heulen, mein Herz gebrochen. Die sind einfach zu stark. Was für eine Kombination. Wir kombinieren nicht. Ich bin ganz alleine. Aufhören, das reicht. Eure Kombination ist einfach nur krank, ihr beide. Dann eure Pokémon verschwinden wir, Partner. Du sagst es, Kumpel. Wir wissen ja nicht mal, wie der große Blaff und der im Galaktika aussieht. Bescheuerte Stimme. Danke, du hast mir echt geholfen. Hör mal, ich habe hier ein Pokémon-Ei. Nimmst du es an dich? Na, wenn es sein muss. Nicht allzu gut, ich warte hier auf dich. Der hat ein Riolu drin, das weiß ich doch. Und das ist ein Item. Mann, wie komme ich denn das blöde Item, Mann? Ich muss mal den ganzen Weg gehen. Aber damit haben wir die Chance, Pokémon zu fangen. Aber ich will eigentlich gar keinen Pokémon fangen. Ach, Flumkiefer lächelt mich die ganze Zeit schon so an. Wenn ein Psychokinese überlebt. Was tut er? Bleiben wir einen Ball. Kopfnuss. Bam. Noch eine Kopfnuss. Er ist ja Metall, deswegen. Stahl. Oh, noch eine Kopfnuss. Macht der Horter. Upsa, noch eine Kopfnuss. Oh, es wird spannend. Ui, und jetzt der Überball. Wir können auch Finsterball benutzen, aber den hebe ich mir erstmal auf. Bin sicher, Flunkiefer wird doch so eingesackt. Ui, er wehrt sich. Und ja, ich küre diesen Part offiziell zum bislang längsten Part überhaupt ever. All Projekts. Überlappend. Einerseits traurig, aber so ist es halt. Na. Ich kann euch ja nicht 30 Parts in den Eiseninseln geben. Was soll das? Also, ich meine, nicht 30, aber guck mal, wenn das jetzt 40, 50 Minuten geht. Oder sagen wir, ich kann euch keine 4 Parts antun, was ihr in diesem Part gesehen habt, oder? Dann wird's ja langweilig. Boah, ey. Ach, Moment, da hat sich geheilt. What the fuck? Was ist mit dem los? Surfer? Effektiv, ne? Ach, Penn, ach, Mann. Ja, hat sich erledigt. Sind wir den ganz verdammten Weg aus dem Rum nochmal gehen für irgend so ein komisches Item, was uns zu ewig haben wollen, bin ich mir sicher. Oh, aufgepasst, wir haben nicht mehr die absolute Heilfunktion, weil der gute Urs nicht mehr da ist. Alles seine Vor- und Nachteile. Da hätte ich das gleich gewusst, da hätte ich unten die Items eingesammelt, aber ich wusste nichts, ich war dumm. Magnezone, das ist gut. Der überlebt auf jeden Fall. In meine Sammlung. Kopfnuss. Und keine Angst, das mit dem Speed, das ist wirklich nicht. Aber jetzt ist der Part wirklich schon so lange. Wir haben die Pokémon schon 800 Mal gesehen, irgendwie. Ey, Mann! Schon wieder besiegt. Magneton. Selbst den haben wir noch nicht. Surfer. Oh, das war's. Ja, Chilterra. Rasierblätter. Eieiei. Blättersturm.
Hui, perfekt. Genauso war das geplant. So und nicht anders. Okay. 144 Hyperbälle haben wir immer noch. Ja. Eins. Zwei. Hey, selbst der will dich rein. Was sollen wir denn da noch machen? Ja. Also wieder ein Rekord geknackt hier mit der Länge des Parts. Warum mache ich das überhaupt? Warum tue ich mir so etwas an? Ich könnte mehr Geld verdienen, indem ich einfach mehr Dings mache. Und da erwähne ich jetzt auch mal die Werbung mitten im Part. Die wird auch bestimmt hier sein, weil der Part so affisch lang ist. Kommt manchmal vor. Ich muss sagen, ich würde mich über Unterstützung sehr freuen. Ihr wisst, wenn es nicht mehr reicht, dann muss ich mit dem Let's Play in Kürze treten. Gefangen! Magnetron wurde gefangen. Aber ich, ganz ehrlich, für euch besteht die Möglichkeit, auf die Werbung zu klicken, falls euch das Produkt interessiert. Ich darf euch, dürfte euch nicht dazu auffordern. Nein, nein, darf ich nicht. Erscheinen vermehrt, wenn Flecken auf der Sonne auftauchen. Zu Beginn beeinträchtigen sie Fernsehbilder. Aber ich weiß, dass fast gar keiner von euch Tausenden auf die Werbung klickt. Ich weiß es. Ich kann es euch noch nicht vorwerfen. Wenn euch die Produkte nicht interessieren, dann ist dem so. Aber mal ernsthaft. Nee. Ist halt einfach, es ist schon viel Arbeit, wenn man jetzt so, hier, ich mache hier stundenlang rum hier. Und ja, da würde ich mich über Lohn sehr freuen, wenn ihr dann so ein bisschen, ja, ich freue mich einfach. Ich freue mich einfach. Fertig. Was soll ich jetzt noch sagen? Ich will ja nichts Falsches sagen. Man darf für so viel nichts Falsches sagen. Als YouTube-Partner auf jeden Fall. Ich würde mich sehr über eure Unterstützung freuen. Das ist alles, was ich sagen möchte. Und weil ich das jetzt gerade in der 48. Minute sage, also der Part ist länger als jede Fußball-Halbzeit, ey. Das darf nicht wahr sein. Ja, oh Mann. Darf ich hier durch? Nein? Muss ich den großen Umweg gehen? Ja, ich merke schon, es ruckelt auch ein bisschen. Das sieht nicht gut aus. Deswegen wird es auch mein letzter Part sein. Mann, warum ist denn so schwindelig? Mann. Bam, bam, bam. Ach ja. Magneton. Magneton. Und jetzt im Augenblick gedacht. Ist abgestürzt. Muss lang, hier lang, gell? Ich hab's vergessen. Aber wird schon irgendwie stimmen. Ja, Flunkiefer, da probieren wir es nochmal jetzt mit Shelly. Shelly! Beben, Knirscher, Rasierblatt, komm. Ah, braves Flunkiefer, braves Flunkiefer. Dann Hyperball. Verdammt, ist der Part lange, warum mache ich das? Ich tue es für euch, ich tue es für euch. Zwei, drei, vier. Flunkiefer wurde ebenfalls gefangen, stell dich mal vor. Auf seinem Kopf befindet sich ein riesiger Kiefer, der aus Hörnern besteht. Es kann Eisen zermalmen, wenn es will. Will aber nicht. Warum haben wir? Box 4. What the fuck? Wo muss ich nochmal lang? Ich drehe durch hier. Ich habe gesagt, in diesem Part werde ich mit euch die Eiseninsel beenden. Und wenn das das Letzte ist, was ich tue. Und das tue ich gerade. Ich will zumindest, keine Ahnung. Ich bin zu dumm dafür. Jetzt geht's mir nicht auf den Keks. Ich will ja weg. Okay, es geht mit Fluchtseil. Und wir werden halt das Ei von US wirklich nicht annehmen. Also ich kann euch versprechen, da ist einfach nur Riolo drin. Und Riolo haben wir schon. Und wetten, hier unten ist rein gar nichts. Und hier ist, gelinde gesagt, rein gar nichts. Ah, noch ist nicht zu Ende. Noch sind wir nicht am Ende. Was seht ihr? Ein Item. Da geht's raus, aber wo geht's denn da? Hä? Bin ich. Was ist denn das hier? Warum ist es so. Bronzong. Na, probieren. Uiuiuiuiuiuiuiui. Erdbeben bringt nichts. Machen wir Knirscher. Nochmal Knirscher. Könnte passen. Passt. Also machen wir mal einen Speedpart. Ausnahmsweise. Bronzong wurde ebenfalls gefangen. Stell dich mal vor. Ihm wurden reiche Ernten zugeschrieben, da es durch Portale in andere Welten Regenfälle brachte. Juhu. Da. Hi. Leuchtstein.
Wohin zum Geier führt das, wenn jetzt noch ein kompletter Abschnitt kommt? Metallmantel. Noch einer? Wir haben doch schon einen Metallmantel bekommen. Was ist das für ein Raum hier? Ich bin immer mehr verwirrt. Gell, wir haben doch schon Metallmantel. Da. LOL. Ernsthaft, da muss es noch mehr Pokémon, die sich damit weiterentwickeln. Und Tanhell. Komm, wir versuchen Tanhell zu fangen. Wenn wir schon zu viele gefangen haben, dann... Jetzt kommt es darauf auch nicht mehr an. Mach mal. Hyperball! Null. Ah, der verletzt sich selbst noch. Der erhöht selbst die Chance. Null. Wow. Nicht übel. Aber jetzt klappt's, deswegen bin ich jetzt auf Homespeed gegangen. Ich glaube, es ist im Urin. Eins. Hui. Mein Urin sagt Falsches. Cheroxy machen wir nicht. Wir machen keinen Cherox mit Trugschlag, weil er eben mit Bodycheck sich selbst besiegen würde. Ja. Davon weiß ich zu berichten. Regieis. Mann, was soll das? Oh, jetzt hat er sich besiegt. Tja, dann kein Tanhell für uns. Wir sind wieder frei. Wir können mal gucken, ob es hier Items gibt. An dieser Stelle ziemlich viele weiße Punkte. ja, es ruckelt doch überhaupt. Was ist eigentlich hier los? Warte mal. Ich habe gemeint, wir können uns hier heilen, aber irgendwie geht das nicht. Keine Ahnung. Na. Okay, ich bin stolz, wir haben einen langen Part gemacht. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wir gehen weiter. Bam, 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 bam. Und im nächsten Part werden wir dann in die Arena gehen, denn ihr wisst, vor etlichen Parts haben wir aus den Eiseninseln den Arenaleiter. Wie heißt der? Horst? Walter? Ich weiß nicht mehr. Arenaleiter? Gerd? I don't remember. Irgendwie hieß der Arenaleiter. Den haben wir geholt von Eiseninsel und der ist jetzt in seiner Arena. Horst? Kann sein, gell? Horst? Wahrscheinlich bin ich der einzige Horst hier. Ich grüße alle meine Abonnenten, die Horst heißen. Und... damit sehen wir uns wieder im nächsten Part. Ich hoffe, wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch für den längsten Part, den ich bisher gemacht habe. Im nächsten Part sehen wir uns wieder mit der Arena. Wir werfen mal einen ganz kurzen Blick rein. Welche Elementklasse ist das denn? Stahl. Oh mein Gott. Logok. Viel Spaß. Okay, Leute, bis dann und ciao.